schönen Wetter ist doch logisch, dass die Menschen rausgehen. Und ich hoffe, dass viele vor Schließung des Wahllokals dann gesagt haben, jetzt gehen wir noch wählen, wir haben den Tag genossen. Da warten wir mal ab, welche Zahlen tatsächlich kommen. Solches Ergebnis macht mich erstmal ein bisschen sprachlos. Ich werte das als einen großen Rückhalt für die politischen Positionen, die ich im Wahlkampf vertreten habe. Für den Marco Linke, wir haben konsequent bestimmte Inhalte in den Mittelpunkt gestellt. Es ging um die Frage um bezahlbaren Wohnraum, es ging um den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und es ging um eine angemessene Steuerung der hier ansässigen Großunternehmen. Also das Wahlergebnis, wie wir das jetzt hier sehen, mein persönliches Wahlergebnis, das liegt in dem Rahmen, was wir erwartet haben, womit wir gerechnet haben. Die Verteilung der übrigen Ergebnisse, muss ich freilich eingestehen, die hatte ich anders gesehen, dass das noch etwas enger liegt. Aber jetzt ist es so, wie es ist und dann stellen wir uns eben der Stichwahl. Ja, das reicht jetzt für die letzten zwei Wochen. Nochmal eine Schippe drauflegen, Leute. Ne? Ja, das heißt es wirklich, wobei es natürlich dann schon eine Herausforderung ist, dann noch weitere zwei Wochen zu meistern, weil ich glaube, wir haben alle Kandidaten zusammen einen sehr engagierten und einen sehr anstrengenden Wahlkampf geführt. Wir haben sehr viele Podiumsdiskussionen hinter uns gebracht und das hat schon an den Kräften gezerrt, aber die letzten zwei Wochen, das kriegen wir auch noch ganz gut über die Reihe. Ich hätte damit gerechnet, dass im ersten Wahlgang deutlich knapper ist und insofern bin ich jetzt selber sehr verwundert, da muss man erstmal in Ruhe die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken ansehen. Das wird vielleicht einen Hinweis geben. 40% Wahlbeteiligung verschiebt natürlich erwartete Verhältnisse immer erheblich, weil es ist schon deutlich weniger als wir bei anderen Wahlen haben. Insofern erlaube ich mir jetzt noch keine Spekulationen, außer vielleicht der einen, dass dafür, dass wir ja mit einem neuen Kandidaten sehr spät gestartet sind, die SPD einen so engagierten Wahlkampf gemacht hat, das finde ich ist schon mal ganz ordentlich. Ich würde mir wünschen, dass das Ergebnis auch der Stichwahl mit einer Wahlbeteiligung nicht deutlich abfällt. Das wird nochmal eine besondere Herausforderung und dann gucken wir mal, wie es ausgeht.